Und damit herzlich willkommen Ihnen allen und einen schönen guten Tag. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich alle eingeschaltet, dazugeschaltet haben, um die Kandidatinnen und die Kandidaten für die Vizepräsidentschaft im Verband der Köche Deutschlands kennenzulernen. Und wir freuen uns, dass Sie Lust haben, sich zu informieren, Ihre Ziele und Vorstellungen zu erfahren. Mein Name ist Petra Klein, Moderatorin beim Südwestrundfunk in Stuttgart und dem Thema Kochen, Gastronomie und Genuss seit mehr als 20 Jahren zugetan und eng verbunden. Eine gute Dreiviertelstunde wollen wir miteinander verbringen und Ihnen die Kandidatin und Kandidaten ein bisschen näher bringen. Sie haben auch selbst die Möglichkeit, Fragen zu stellen im Chat. Dafür ist nach unseren Gesprächsrunden dann Zeit. Und damit jetzt auch ein herzliches Willkommen unserer Kandidatin und den vier Kandidaten. Hallo. Einmal winken. Ja. Und das sind Sie, die sich zur Wahl stellen. Thomas Grübnow, Block Nord. Joachim Elflein, Block Süd. Marketa Schellenberg für den Block Ost. Und zwei Kandidaten für den Block West, Benno Sasse und Christian Türnig. Noch ein paar Informationen zur Wahl und zu Ihrer Stimme. Die Kandidatinnen für Nord, Ost und Süd sind quasi gesetzt. Für den Block West müssen Sie sich für einen von beiden entscheiden. Egal, wo Sie wohnen, egal welchem Landesverband Sie angehören, jeder kann jeden wählen. Eine Stimme für einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin. So, das war so ein bisschen Formales und ein paar Informationen zu Ihrer Wahl. Jetzt sind wir natürlich gespannt und wir freuen uns, Ihnen die vorstellen zu dürfen, die sich für diese Ämter bewerben. Wir beginnen bei Thomas Grübnow, Kandidat Block Nord, Jahrgang 1980, aus Oldenburg, Ausbilder und Küchenchef im Patentkrug in Oldenburg. Mitglied im VKD seit 1999, unter anderem als Mitglied in der Köche Nationalmannschaft, Jurymitglied bei diversen Kochwettbewerben, Mitglied und amtierender Teammanager der Regionalmannschaft der Köche Niedersachsens sowie amtierender stellvertretender Vorsitzender des Landesverband Niedersachsen. Sein Wahlspruch: innovativ, aber traditionell verwurzelt. Marketa Schellenberg, Kandidatin Block Ost, Jahrgang 1975 aus Berlin. Im Moment noch Anwendungsberaterin bei der Pallux AG in Bad Mergentheim und dann demnächst tätig bei Transgourmet. Mitglied im VKD seit 2021, Dozentin beim Jugendcamp des VKD-Landesverbands Bayern 2019. Ihr Wahlspruch: mit Landesverbänden eng zusammenarbeiten. Joachim Elflein, Kandidat Block Süd. Jahrgang 1970 aus Schafheim-Mosbach, Chef de Cuisine bei der CID GmbH in Freigericht. Mitglied im VKD seit 2014, unter anderem als amtierendes Vorstandsmitglied des Köchevereins Aschaffenburg-Miltenberg, als Jugendwart und Medienbeauftragter sowie Mitglied in der Jury Top-Ausbilder VKD-Ausbildungsbetrieb des Jahres. Sein Wahlspruch: Verantwortung übernehmen und vernetzen. Benno Sasse ist einer von zwei Kandidaten Block West, Jahrgang 1960 aus Solingen, Senior Sous-Chef Event bei Broich Premium Catering in Düsseldorf. Mitglied im VKD seit 1980, unter anderem als Jugendwart, Geschäftsführer im Zweigverein, amtierender Vorsitzender im Club der Köche Rhein-Wupper e.V. Solingen und Jugendwart im Landesverband NRW, Juror bei Jugendmeisterschaften auf Regional- und Landesebene, Trainer der NRW-Meister und Mitglied im ehemaligen Regionalteam NRW, Mitglied im VKD-Revisionsausschuss. Sein Wahlspruch: wir sollten niemanden vergessen. Christian Türnig, ebenfalls Kandidat Block West. Jahrgang 1979, aus Kerpen, Verwaltungsleiter im Erzbistum Köln sowie beratender Betriebswirt und Business Coach. Mitglied im VKD seit 2003, unter anderem als Jugendwart des Clubs der Köche Hochsauerland Winterberg, Landesjugendwart im Landesverband NRW sowie aktuell amtierender als Landesverbandsvorsitzender NRW. Sein Wahlspruch: Veränderung spielt eine zentrale Rolle. Und jetzt wollen wir natürlich auch alle mal in den kurzen Gesprächen ein bisschen besser und ein bisschen näher kennenlernen. Wir beginnen mit Torben
Grübnau, Block Nord, der Jüngste in der Runde. Sie sind stark engagiert beim Thema Kochwettbewerbe, Teammanager der Regionalmannschaft. Warum ist Ihnen das Thema Wettbewerbe und Fortbildung so wichtig? Ja, erstmal ein Moin in die Runde aus dem schönen Oldenburg. Ich sitze hier gerade tatsächlich im Patentkuchen in einem tollen Hotelzimmer. Erstmal vielen Dank, Frau Klein, dass Sie aus dem Thomas einen Torben gemacht hat. Ich entschuldige mich und habe aber jetzt dann den Torben geschnallt. Nein, alles gut. Das Thema Wettbewerbe, warum ist das so ein wichtiges Thema für mich? Weil ich habe ganz, ganz viele Dinge im Laufe der Jahre. Also ich habe 1999 meinen ersten Wettbewerb auch gekocht. Und eigentlich durchgängig als Teilnehmer bis 2016 an Wettbewerben teilgenommen und danach in leitender Funktion dann halt Wettbewerbe mitorganisiert oder so Teams für Wettbewerbe oder Teilnehmer vorbereitet. Und die Erfahrung, die ich gesammelt habe im Wettbewerb, also das ist so ein bisschen mein Way of Life. Das ist Praxis, das ist handnah. Man hat dieses Zusammenspiel, Zusammenarbeit, das Teambuilding, gemeinsam ein Ziel erreichen im Team. Auch mal Kompromisse schließen müssen. All das, was man auch in so Wettbewerbsmannschaften erlebt, das war für mich unheimlich wichtig. Und das sind Dinge, die ich auch in mein Berufsleben und mein Privatleben mit hineingenommen habe und die mich unheimlich weit nach vorne gebracht habe. Und das ist Praxis. Das ist einfach ganz dicht dran. Das ist direkt am Herd. Und das sind so Dinge, die stehen oftmals in keinem Lehrbuch. Die kriegt man in keinem Hörsaal. Die kriegt man, ich weiß nicht woher. Das sind einfach so gelebte Erfahrungswerte aus dem Wettbewerb heraus, die mich persönlich eigentlich unheimlich weit gebracht haben. Mhm. Ja. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, Sie sind traditionell verwurzelt? Ja, was heißt traditionell verwurzelt? Also, das hat so ein bisschen ein Stück weit einfach so mit so ein paar Grundtugenden einfach zu tun. So, wie sollte man sich in so einer Küche verhalten? Wie sind so die Abläufe? Wie sind so Aufteilungen in der Küche? Und auch so die Herangehensweise bei Kochtechniken so ein bisschen. Man muss das Rad nicht mal komplett neu erfinden. Also ich sage immer so, die älteren Kollegen, die sind unheimlich gut im Organisieren, im Dinge herrichten und alles so um den Teller herum. Da haben die unheimlich viele Erfahrungswerte und da kann man auch gerne darauf zurückgreifen. Und das meine ich auch immer so mit traditionell Ansatz. Weil da steckt einfach Know-how, ein Erfahrungsschatz dahinter, sei es im Bereich der Personalführung, sei es im Bereich der Organisation oder das Netzwerken und solche Dinge einfach. Die jungen Kollegen, die sind auf dem Teller viel kreativer. Die haben da ganz neue Techniken drauf, die haben neue Anrichteweise. Das ist ja was auf dem Teller. Es entwickelt sich immer weiter, wird immer anders. Aber der Weg der Lebensmittel, damit sie auf dem Teller sind, das ist ja so ein bisschen das Traditionelle. Und das ist das, wo ich dann immer ein bisschen delektiere zwischen Innovation und Tradition. Ich habe ganz, ganz viele Kollegen kennengelernt, die würden am liebsten das, was die Alten sagen, einfach in die Mülltonne schieben. Ist kompletter Quatsch, weil da sind so viele Hilfestellungen, so viele tolle Dinge und Ansätze drin und so viel Gutes einfach, was einfach den Weg der Lebensmittel auf den Teller und auch das Arbeiten in einer Küche, die Abläufe in einer Küche unheimlich vereinfacht, wenn man da mal ein bisschen mit offenen Ohren zuhört. Ne? Was meine ich damit? Torben Grübner, Block Nord, vielen Dank. Marketa Schellenberg. Gerne. Block Ost. Sie sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, in der ich meine gute berufliche Erfahrung einbringen möchte, meine Verantwortung übernehmen und der Gemeinschaft zur Verfügung stellen möchte. Sie sagen auch, massive Veränderungen erfordern eine aufmerksame Lenkung. Warum glauben Sie, dass jetzt der Zeitpunkt für Sie, für diese Kandidatur ist? Ich sage ein herzliches Hallo aus Berlin. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Und ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich kam vor 25 Jahren nach Deutschland, nach Berlin, und dann habe ich die klassische Karriere einer berufstätigen Mutter gehabt. Und wenn man dann arbeitet, eine Familie dabei hat, nebenbei auch noch eine Selbstständigkeit aufbaut, dann bleiben die Zeiträume für Verbandsarbeit nicht allzu dicht gesät. Dazu kommt, dass ich noch in vielen anderen Verbänden tätig bin. Und so habe ich immer gesagt, nee, wenn ich mich engagiere, dann möchte ich das mal richtig machen. Nicht nur dabei sein als zahlendes Mitglied, sondern richtig dabei sein. Und das war immer die Antwort, die ich auch den Kollegen aus dem Verband gegeben habe, zum Beispiel bei dem Jugendcamp, weil das fand ich fantastisch, was sie da auf die Beine gestellt haben.
was sie dann für die Jugendlichen vorbereitet haben und wie viel Wissen da transferiert wurde. Da habe ich dann gesagt, okay, dann ich könnte darüber nachdenken, wenn ich mal Zeit habe. Ja, und jetzt habe ich Zeit. Jetzt die Familie ist gesichert und auch beruflich bin ich fest im Sattel. Und dann denke ich, jetzt ist der richtig gute Zeit, etwas zu machen. Und was ich bringe, das ist so Blick von außen. Ich bin nicht allzu tief in der Verbandsarbeit drin und kann noch Verband wie von außen sehen. Und das ist ein Blick, der vielen Kollegen schon abhanden gekommen ist. Deswegen ist der Zeitpunkt gut gewählt. Ich möchte noch mal auf den Punkt kommen, aufmerksame Lenkung, massive Veränderungen. Wie sieht bei Ihnen aufmerksame Lenkung aus? Was verstehen Sie darunter? Das ist jetzt gerade auch so Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden zwischen sehr stark traditionell ausgerichtet oder auch sich öffnen. Wer ist eigentlich alles Koch? Wer kann dazukommen? Wer nicht? Ist ein Koch in weiße Jacke oder in schwarze Jacke ein Koch? Ja, und das sind so alles Fragen, die zusammenlaufen. Und ich finde, da ist sehr viel Diplomatie notwendig. Hier ist auch sehr viel Zuhören notwendig, weil ich muss wirklich sagen, der Spruch vor meinem Spruch war genau richtig. Die alten Kollegen bringen so viel mit, was den jungen Kollegen helfen kann, weil letztendlich unser Beruf ist schon Jahrtausende alt. Und so viel hat sich auch nicht verändert. Das sind immer die Rahmenbedingungen, aber letztendlich leben wir für Genuss, für Zubereitung der Lebensmittel. Aber wir haben auch ganz viel Verantwortung jetzt für die Zukunft. Ja, und deswegen ist diese Lenkung notwendig, dass wir hier diesen Spagat irgendwo wahren, dass wir uns nicht verbiegen, dass wir uns auch nicht verkaufen, sondern dass wir für die Werte stehen, die wir tragen. Anständiges Essen, Genuss, Berufsehre und Handwerk. Und genau da müssen wir uns sehr, sehr vorsichtig bewegen. Vielen Dank, Marketa Schellenberg, Block Ost. Joachim Elflein, Block Süd. Er sagt von sich und über sich, ich möchte mithelfen, den VKD weiterzuentwickeln und auszubauen. Herr Elflein, was fehlt Ihnen denn noch beim VKD? Wir hören Sie nicht. Jetzt? Jetzt hören wir Sie, das ist wunderbar. Also, was fehlt Ihnen? Also, ich denke, der VKD, der läuft ein bisschen unter dem Radar. Der braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Der muss viel präsenter sein in der Öffentlichkeit. Und da denke ich, da kann man vieles anschieben mit vielen Sachen, mit Marketing, mit Merchandising, Wettbewerbe mit großen Partnern. Ja. Mhm. Und ich bin eben auch wie die Marketa Schellenberg, ich bin nicht so drin in der Verbandsarbeit wie andere, sondern ich habe das immer von außen betrachtet. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, dass man gewisse Sachen einfach von außen sieht und nicht nur vom Inneren kann. Sie haben auch gesagt und fordern, dass das Thema Ausbildung als wichtige Aufgabe besser wahrgenommen werden muss. Wie soll das geschehen? Wie wollen Sie das erreichen? Ja gut, einmal ist ja der Daniel Schade ist ja schon im Novellierungsausschuss. Ja. Ich meine, es kann nicht sein, dass wir immer noch nach Gerichte kochen, die 20, 30 Jahre alt sind. Wir müssen neue Techniken anwenden. Das geht nicht nur im Betrieb. Da muss auch die Schule als Partner da ganz stark mithelfen. Ja? Und heute habe ich gerade mit einem Kollegen telefoniert und da hat er recht, das Kochhandwerk, das muss als Handwerk anerkannt werden und nicht als irgendein Beruf, den ich so nebenbei machen kann. Ja? Und ich sehe das ähnlich wie der Torben Grübenau. Man muss auch eine Ausbildung nach etwas machen, ja, nach etwas leiten. Und da ist eben die klassische Ausbildung,
wie mache ich eine Schü, wie koche ich eine Tomatensauce, wie mache ich Spätzle. Das muss der rote Faden sein und den Rest kann der Koch oder der Jungkoch dann später lernen. Der Kochberuf ist so vielfältig, die Jungs können ins Ausland gehen, die können in die Kantine gehen, die können Fine Dining machen, Hotel, Restaurant, Sterneküche, ja, und können sich da dementsprechend weiterbilden. Ein guter à la carte Koch heißt noch lange nicht, dass er ein guter Bankettkoch ist, ja. Vielen Dank bis hierhin, Joachim Elflein, Blog Süd. Bitte? Bitteschön. Wir kommen zu unseren zwei Kandidaten für Blog West. Benno Sasse, Kandidat Blog West. Sie verweisen auf Ihre umfassende Berufserfahrung. Ich habe ja eben schon einiges vorlesen dürfen, was Sie in Ihrem Berufsleben vorzuweisen haben. Und die Pokale da hinten im Hintergrund gehören auch mit dazu. Sie sagen, diese große Berufserfahrung ist eine gute Basis, um etwas bewegen zu können im VKD. Was wollen Sie denn bewegen im VKD? Ja, ich kann den bisherigen Sprechern nur beipflichten. Wir müssen weiter in die Zukunft blicken, dürfen aber zum einen die Auszubildenden nicht vergessen. Die müssen einfach Unterstützung bekommen. Da muss mehr passieren. Da muss auch auf schwache Ausbildungsbetriebe mal zugegangen werden. Es gibt leider Gottes immer noch welche, die mehr ausnutzen als ausnutzen als ausbilden. Da muss man einfach mal dran. Es müssen neue Kriterien her. Das Berufsbild muss neu gestaltet werden. Aber wir müssen das Ganze in die Zukunft transferieren. Wir müssen da offener werden. Wir müssen neue Techniken zulassen. Es spielt alles so ineinander ein. Was meinen Sie mit offener werden? Wir müssen da mehr zulassen. Können Sie das konkretisieren? Es müssen einfach im Berufsbild neue Techniken auch berücksichtigt werden, ohne dass die alten vergessen werden, was eben der Kollege Torben Grübner und Joachim Elflein auch schon gesagt haben. Wir bilden immer noch nach einem Berufsbild von vor 30 oder 40 Jahren aus. Das muss einfach modernisiert werden. Aber wir müssen als Verband auch moderner werden, müssen da zum Beispiel öfter mal wie jetzt heute Webinare anbieten und so weiter. Und das nicht nur zu solchen Aktionen. Sie sprechen gerade schon Webinare an, Sie sprechen die Digitalisierung an, sagen aber auch gleichzeitig Digitalisierung stärken, aber nicht übertreiben. Wie meinen Sie das? Wir müssen zum einen den Mitgliedern die Möglichkeit geben, auf Webinare zurückzugreifen oder durch Newsletter und weitere Aktionen ständig informiert zu sein. Wir müssen im Präsidium, im Vorstand auch öfter mal online arbeiten, aber gleichzeitig müssen wir auch den Mitgliedern, die diesen Zugang nicht haben, die Informationen weiter auf normalen Wege zur Verfügung stellen. Denn es ist nicht jeder so weit, dass er an Webinaren teilnehmen kann oder kennt sich mit der Materie nicht aus, hat keinen Laptop und so weiter, denn auch diese Mitglieder haben wir noch. Benno Sasse, Kandidat Blog West. Vielen Dank dafür. Christian Thürnig, ebenfalls Kandidat Blog West, Verwaltungsleiter im Erzbistum Köln und Betriebswirt und Business Coach. Das ist viel. Wie bekommen Sie da eine Vizepräsidentschaft noch unter und auf die Reihe? Ja, vielen Dank für die Frage. Da kann ich gerne was zu sagen. Aber zuallererst Grüße aus NRW, wobei eigentlich eher Moin aus dem Norden. Ich bin nämlich gerade auch auf der Nordseeinsel. Und da haben wir auch schon die große Herausforderung Digitalisierung, auf die wir gleich nochmal wieder zurückkommen werden. Ja, alles unter einen Hut, das ist nicht einfach, das stimmt. Das ist eine der Herausforderungen der großen, die wir im Moment auch haben, die sich aber ganz generell ja auch in dem, wie sagt man so schön, in den Arbeitswelten immer wieder findet. Die Marketta Schellenberg hat es eben auch schon gesagt, Familie und Beruf, nicht ganz so einfach, gerade in der Branche, aber auch wenn man das etwas weiter fasst, muss man immer schauen, so was kann man machen, was kann man eventuell nebeneinander her auch machen und wie kann man Ressourcen gut aufteilen. Da muss man natürlich vorsichtig mit umgehen. Und gerade wenn man mehrere Sachen nebeneinander macht, muss man das gut abgrenzen können, um es eben auch nebeneinander herzubekommen. Sonst ist man schnell mal irgendwo verloren an der Stelle. Ich kann das ganz gut, weil ich im Hauptberuf viele Freiheiten habe, organisatorischer Art und mir die Zeit frei einteilen kann. Und sehr viele Erfahrungen habe im Projektmanagement oder auch im, ja, sagen wir mal, im Qualitätsmanagement oder in der Einführung von solchen Systemen. Und da geht es eigentlich immer darum, seine Zeitressourcen gut zu planen und zu schauen, wie kann ich was wann machen. Sie begleiten Veränderungsprozesse, auch jetzt schon als Business Coach. Was möchten Sie beim VKD verändern? Oh, das würde jetzt länger dauern.
Versuchen Sie es kurz zusammenzufassen. Also ich glaube, das ist das, was uns alle eint. Deswegen auch nochmal ein großes Dankeschön an die Kollegen, die sich für den Berufsstand einsetzen, die sich ehrenamtlich, was ja heutzutage auch keine Selbstverständlichkeit mehr ist, da engagieren, ihre Zeit einsetzen und was bewegen wollen. Ja, Veränderung im VKD. Ich glaube, das muss man auch an der Stelle etwas größer fassen. Die ganze Branche steht vor Veränderungen, jetzt nicht nur im letzten Jahr, da aber nochmal ganz besonders mit Corona in Anführungszeichen. Aber die großen Herausforderungen, die die Branche betreffen, die hatten wir auch vorher schon. Das hat jetzt nochmal mehr Fahrt aufgenommen. Aber Schlagworte wie Fachkräftemangel oder Neuordnung der Ausbildungsberufe, die wir eben schon hatten, das sind alles große Herausforderungen, die wir angehen müssen. Es liegt jetzt an uns, dem Berufsstand Koch oder das Berufsfeld Koch, maßgeblich mitzugestalten und zu verändern und da auch in der Öffentlichkeit ja das entsprechende Standing zu bekommen. Christian Thürnig, ebenfalls Kandidat Block West. Vielen Dank bis dahin. Ich habe eine Frage, die richtet sich jetzt ganz speziell an die beiden Kandidaten Block West, weil sie ja auch gegeneinander antreten, obwohl ich ja nicht das Gefühl habe, dass sie in großer Konkurrenz zueinander stehen. Die Hotellerie und Gastronomie gehören zu den am meisten gebeutelten und betroffenen Wirtschaftsbereichen durch die Corona-Pandemie. Das ist ganz klar. Gerne wurde ja auch von VKD-Seite immer mit dem Spruch geworben, gegessen und getrunken wird immer. Und wir mussten alle lernen, das ist leider nicht so. Da stellt die Branche natürlich und auch die Berufsfachverbände vor große Herausforderungen. Neue Fragen müssen beantwortet werden, Lösungen auf neue Probleme gefunden werden. Wie sehen Sie denn die Rolle und die Aufgabe des VKD in diesen schwierigen Zeiten für den Kochberuf, Herr Sasse? Würden Sie noch Ihr Mikro anmachen? Der VKD sollte gerade in der heutigen Zeit mehr als Mittler in den verschiedensten berufsbezogenen Vereinigungen und Verbänden auftreten. Wenn ich sehe, dass in der vergangenen Zeit, jetzt Corona, mal die Vereinigung hier 30 Leute auf dem Markt hatte, eine andere Vereinigung eine Woche später 30 Leute auf dem Markt, warum ist da nicht mal einer hingegangen und hat versucht, sämtliche Verbände wie die DEHOGA, die LEKA, den Franchise-Verband und viele mehr zu einen und zu sagen, so, wir machen jetzt mal an einem Tag in jeder deutschen größeren Stadt, auf jedem Markt 30 Leute. Das hätte für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber jetzt, da waren überall mal ein bisschen, aber nie etwas Richtiges, was dann vielleicht bis an die Presse gegangen ist. Eine Aktion deutschlandweit wäre das Nonplusultra gewesen oder das Beste, was man hätte machen können. In diese Bresche hätte der VKD reinspringen können, denn wir haben unsere Mitglieder zum Teil als Arbeitgeber, aber auch als Arbeitnehmer in all diesen Vereinigungen. Überall sitzen Köche, sei es in der DEHOGA, da sind Unternehmer, sind Köche, im Franchise-Verband, überall stehen unsere Kollegen und da hätte man eigentlich was machen können. Vor allen Dingen haben doch alle die gleichen Probleme, jetzt mal abgesehen von Corona. Der Preisdruck, der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern. Gerade die aktiven Mitglieder der anderen Verbände, wo unsere Mitglieder ja teilweise, wie gesagt, auch aktiv sind, sind eigentlich die, die vernünftig arbeiten. Warum soll man sich nicht mal mit denen zusammensetzen und die Vorteile der Branche rausstreichen? Denen zeigen, es gibt nicht nur die Ausnutzergastronomie, sondern es gibt auch die Gastronomie und anderen Betriebe, wo Köche und Gastronomen beschäftigt sind, die vernünftig arbeiten, die vernünftige Löhne zahlen. Selbstverständlich können wir nicht, das verbietet unsere Satzung, als in Tarifgespräche eingreifen. Aber die Verbände brauchen uns, ne? Und wir brauchen die Verbände. Also warum sollte man sich nicht an einen Tisch setzen und mal zeigen, wo es lang gehen kann? Dass die Öffentlichkeit vielleicht mal auch mehr Sensibilität für die Preispolitik aufbringt. Denn dann könnten auch bessere Löhne gezahlt werden. Es würde zu einem besseren Arbeitsklima und zu besseren Ergebnissen führen, zu mehr Zufriedenheit der Mitarbeiter. Ne? Auch was angesprochen wurde, unser Nachwuchs. Die Zeiten von vor 40 Jahren sind vorbei. Es will heute keiner mehr 6 Tage, 60 Stunden arbeiten. Die Leute wollen flexibler arbeiten. Das wäre mit solchen Sachen alles möglich. Die Betriebe, die sich nicht an die Richtlinien halten, könnten unterstützt werden. Und wer sich wirklich nicht dran hält, muss auch notfalls mal als Ausbildungsbetrieb vom Markt verschwinden. Das ist ein schwieriger Weg. Das geht auch nur in Zusammenarbeit mit der IHK. Aber wir kennen doch alle die Betriebe, die mehr ausnutzen als ausbilden.
Wir sitzen in den Prüfungsausschüssen. Wir wissen, wo immer die Schwachen oder immer die Durchfaller kommen, weil sie halt nicht vernünftig ausgebildet werden. Das Ganze, ja. Ja, ich wollte es ein bisschen eingrenzen, weil es ist jetzt natürlich sehr, sehr viel gekommen. Es sind natürlich auch Themen dabei, die jetzt nicht nur mit Corona zu tun haben, aber ich glaube, wir haben einen sehr engagierten Einblick jetzt bekommen. Ich möchte aber natürlich auch dem Herrn Thürnig noch die Chance geben, auf die Frage zu antworten, denn wir haben wirklich viele Fragen im Chat. Das ist toll. Also bitte, Herr Thürnig, auch zu dieser Frage. Ja, vielen Dank. Ja, Benno Sasser hat natürlich recht. Der VKD hat aufgrund der Struktur der Branche eine riesengroße Aufgabe darin, dass alle vertreten sind, dass wirklich alle vom ganz kleinen Betrieb bis zum ganz großen Betrieb über alle Branchenzweige hinweg verbandlich da organisiert sind. Deswegen ist es eine ganz, ganz große Aufgabe, da mit einer gemeinsamen Stimme stark zu sprechen. Das fällt uns manchmal schwer. Da sind wir auf einem langen Weg. Das ist eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist genau das unsere Stärke, dass wir, wenn wir unsere Stimme erheben, auf breiter, ja, ich sag mal, auf breiter Schulter und mit breiter Brust, nicht nur für eine Meinung stehen, sondern für die ganze Branche sprechen können. Und das ist auch der Weg, der uns ja im letzten Jahr nochmal aufgezeigt worden ist. Es ist genau das, was der Benno sagt. Es gibt nicht die Stimme für die Branche. Es sind viele, viele kleine Strukturen. Es gibt nicht die Lobby, wie das vielleicht in anderen Branchen der Fall ist. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Aufgabe für den Verband, da, Kompetenzen zu bündeln, die Stimme nach außen zu sein, nach außen zu wirken, Ansprechpartner in allen Bereichen der Branche zu sein und Lobbyarbeit machen zu können. Das geht natürlich nur in dem gesetzlichen oder formaljuristischen Rahmen, der dann auch möglich ist. Also Tarifpartner sind wir tatsächlich nicht, aber wir sollen gehört werden dabei, weil wir sind alle. Vielen Dank. Wir haben sehr viele Fragen. Wir versuchen, die ein bisschen zusammenzufassen. Alle Fragen richten sich bitte immer an alle. Ich möchte gerne mit Marketta Schellenberg anfangen und Sie haben alle jetzt die Möglichkeit, auf diese Frage von Martin Baumgärtel zu antworten. Was sollte Ihrer Meinung nach als erstes großes Problem im VKD angefasst werden? Das wäre meiner Meinung nach die Sichtbarkeit. Weil ein Verband, der einer unter vielen ist, unter vielen Vereinigungen, wird einfach nicht ernst genommen. Und wenn Verband der Küche Deutschlands dann als der Ansprechpartner in der Branche dasteht und sichtbar wird, dann wird er auch automatisch attraktiv. Dann wird er auch attraktiv für die künftigen Mitglieder, die wir auch so dringend brauchen. Und dann wird es auch attraktiv für weitere Partner, auch aus anderen Branchenzweigen. Herr Grübner, das dringendste Problem, was muss zuerst angepackt werden? Oh, da ist er. Da ist er. Ja, was sollte im Verband der Köche als erstes angefasst werden? Ich finde, also als erstes sollte man vielleicht auch mal einen riesen Dank allen Kollegen und Kolleginnen aussprechen, die die ganzen letzten Jahre da im Verband der Köche aktiv so viel Herzblut reingesteckt haben. Weil ich glaube, der Verband als solches hat eine sehr solide Basis, einen vernünftigen Rumpf. Das ist ein solides Schiff, auf dem man segeln kann. Das Segel ist ein bisschen eingerissen hier links, rechts, würde der Norddeutsche sagen. Da gibt es ein paar Stellen, die müssen einfach geschickt werden. Das ist, Sichtbarkeit ist vorhanden, innerhalb der Köchewelt allerdings nur. Ich finde eine Transparenz auch nach außen dahin, damit dieser Verband ein bisschen mehr Lobby kriegt. Auch an die Endverbraucher, an unsere Gäste, da ein bisschen mehr Druck reinlegen, fände ich ein schönes, spannendes Thema. Damit diese Dinge aber stattfinden kann, sollte, glaube ich, der Verband als erstes mal die Kochjacken einen und einen respektvollen, würdigen Umgang mit allen machen und da nicht so in diesem stillen Kämmerlein sitzen, sondern eine Zusammenarbeit aufbauen, damit wir auch geschlossen als eine Kochjacke rausgehen. Und das wären, glaube ich, für mich so die beiden Hauptkriterien. Einmal so ein bisschen, also Sichtbarkeit, Frau Schellenberg, unterschreibe ich Ihnen. Aber auch so ein bisschen die Köche mal so ein bisschen am Schlawittchen packen und dann auch mal sagen, so, liebe Kollegen, jetzt ist mal gut hier. Jetzt habt ihr genug gebrüllt, jetzt setzen wir uns mal an einen Tisch hin und jetzt wird hier mal vernünftig, konstruktiv nach vorne gearbeitet. Und einfach auch, wenn nach vorne gearbeitet, ehrenamtlich, mit Respekt, aber auch den Leuten, die ehrenamtlich die ganzen letzten Jahre gearbeitet haben und auch mal ein Lob an die Geschäftsstelle aussprechen, weil die machen auch eine hervorragende Arbeit so ein bisschen. Das wären so bei mir die beiden Punkte. Herr Elflein.
Mikro. Herr Elflein, machen Sie Ihr Mikro an, bitte. Ja. Okay, für mich ist ganz wichtig die Kommunikation untereinander und die Kommunikation der einzelnen Vizepräsidenten zu ihren Landesverbänden. Ja. Und dann natürlich durchlässig zu den Zweigvereinen, weil es ist einfach so, ohne die Zweigvereine sterben langsam weg, die Mitglieder werden immer weniger und wir als Vizepräsidenten müssen vor Ort gehen und müssen die Zweigvereine stärken. Ohne Zweigvereine, sprich ohne Mitglieder, kein Verband, ohne Verband keine Vizepräsidenten oder Präsidenten. Das ist also ganz klar die erste Sache, was ich jetzt für mich in Angriff nehmen werde oder für mich auf die Fahne geschrieben habe. Habe ich auch bei den ersten Sitzungen oder Landessitzungen schon gesagt, ich will ein Vizepräsident sein zum Anfassen. Jeder bekommt meine Handynummer. Wenn er eine Veranstaltung hat, einen Wettbewerb oder eine PR-Veranstaltung, dann komme ich hin, helfe da, unterstütze da, schäl Kartoffeln, schneide Fleisch oder whatever, sage ich mal. Nur um da auch Aufmerksamkeit zu bekommen und auch, dass man vielleicht wieder junge Leute dafür begeistert, ja, wieder Koch zu werden. Dankeschön. Hallo? Ja, danke Ihnen. Ja. Ich gebe die Frage weiter an Herrn Sasse. Drängen ist das Problem. Ja, die drei Probleme, die meine Vorredner angesprochen haben, denen stimme ich voll zu. Als weiteres sehr wichtiges Thema sehe ich allerdings auch, dass wir unbedingt am Image unseres Berufs arbeiten müssen. Der Beruf ist leider Gottes von außen sehr negativ belastet, was meines Erachtens nicht stimmt, zumal wir in den letzten Jahren eigentlich gewonnen haben. Wenn ich so höre, früher waren es die Arbeitszeiten, heute arbeiten viel mehr Leute am Wochenende und in den Abendstunden. Und was noch dazu kommt, ich kann mir doch als Koch durch die Wahl meines Arbeitgebers meine Arbeitszeit aussuchen. Wenn ich nur montags bis freitags tagsüber arbeiten will, dann gehe ich als Koch in ein Betriebsrestaurant, die mittlerweile ja auch sehr gut kochen. Oder wenn es mir nichts ausmacht, einen Teildienst zu arbeiten, dann suche ich mir ein kleines Lokal. Das weiß nur keiner. Es wird immer gesagt, es muss abends gearbeitet werden, es muss an den Wochenenden gearbeitet werden. Es gibt gerade in unserem Beruf so viele Möglichkeiten. Und deswegen muss einfach das Image verbessert werden. Es muss mehr nach außen getragen werden, wo wirklich Fachleute stehen und wo nicht irgendwelche Leute sind, die meinen, sie hätten mal ein bisschen was mit Kochen zu tun gehabt und machen deswegen Tüten auf und verkaufen das Ganze dann als gutes, frisches Essen. Danke. Herr Türnich. Ja, das Drängendste, das Wichtigste, was für mich wie eine Klammer über allem steht, ist, wer sind wir, was wollen wir und wie kommen wir dahin? Also wir müssen uns ganz zwingend damit beschäftigen, wie sieht unsere Struktur aus, die Struktur des Verbandes. Wir haben eben schon gehört, Zweigvereine als Basis des Verbandes oder als Segelboot des Verbandes, das stimmt. Da sind aber auch Fragen dabei, wie wo werden Entscheidungen gefällt? Wer weiß was nicht, wo haben wir Stärken, wo haben wir Schwächen, wer spricht für den Verband? Das sind Fragen, mit denen wir uns zwingend beschäftigen müssen und das werden wir nur gemeinsam und in einem, ja, ich sag mal, heftigen Austausch schaffen, den wir jetzt auch angehen müssen. Damit haben Sie auch schon die Frage von Herrn Martin Baumgärtel beantwortet. Das ist sehr schön. Ich habe noch sehr viele Fragen. Ich würde Sie bitten, sehr kurz und knapp zu antworten, weil wir haben noch eine Abschlussrunde, eine Abschlussrundenfrage. Michael Sopper, stellt die Frage, gibt es einen Blick zu anderen Berufsverbänden, wie die es so machen, andere Branchen? Herr Grübner. Oh, da bin ich wieder. Also es gibt schon, man sollte auch mal über den Tellerrand hinaus gucken. Ist, glaube ich, auch eine Schwäche von Köchen manchmal. Wir stehen in unserem Raum drin als Küchenchef und das, was wir machen, ist das Schönste. Das zieht sich so ein bisschen durch wie ein roter Faden. Wenn man mal mit offenen Augen mal in andere Verbände hineinschaut, ich glaube, man kann da sich ganz gegenseitig auch ganz positiv befruchten. Wir beispielsweise aus Niedersachsen heraus arbeiten sehr eng mit den World Skills Germany zusammen. Wer es nicht kennt, das ist so die Weltmeisterschaft aller handwerklichen Berufe. So, und da betreuen wir den Skill 34, den Koch-Köchin, und sind da eingegliedert in die Nationalmannschaft. Und was dort stattfindet, innerhalb dieses World Skills Vereins, da kann man eine ganze Menge von lernen. Und das ist dieses Gegenseitige, was wir da auch machen sollten. Also ja, über den Tellerrand gucken, ganz wichtig. Über den Tellerrand gucken bei den Köchen, gutes Stichwort, Frau Schellenberg.
Wie sieht's aus? Andere Branchen, andere Verbände? Ja, ich habe die Freude gehabt, eine große Metamorphose mit zu beobachten von Verband, der früher Vegetarierbund Deutschland hieß. Ja, jetzt heißt er ProVeg. Und das ist auch ein traditionsreiches Verband mit mehr als 100-jähriger Tradition. Und genau sie mussten genau eine schmerzhafte Neugeburtsphase durchmachen. Und wir stehen genau in derselben Situation. Und auch wir werden Entscheidungen treffen müssen, die nicht jedem schmecken. Aber wenn wir da durchkommen, dann kann Verband der Köche wieder sehr, sehr stark und sehr interessant auch für die junge Generation werden. Deswegen, ja, ich habe da schon was im Kopf. Sie haben was im Topf. Herr Elflein. Nein, Mikro ist noch zu. Immer noch? Jetzt. Genau. Natürlich schaut man auf andere Organisationen oder Verbände. Mir fallen da die Eurotox natürlich mal als erstes ein. Das ist ein kleiner Verband, die lange eigentlich so ein bisschen so im Dämmerschlaf waren. Und jetzt haben die ein paar Leute, die einfach engagiert arbeiten und Mods die Werbetrommel rühren. Ja, und das ist halt so, die haben kurze Entscheidungswege, ja, das nicht so viele Mitglieder, die wo meinen, dass sie ja, mitreden, was heißt mitreden sollen sie ja, aber die da Entscheidungen treffen wollen, ja, und das ist, denke ich, einer der Wege, wo man machen kann, ne? Man muss kurze Entscheidungen, kurze Wege haben, um die Entscheidung schnell und prägnant und durchdacht auch zu treffen. Ja. Danke. Dann ganz kurz bitte die Antwort von Herrn Sasse und von Herrn Türnig auf die Frage nach dem Blick über den Tellerrand, andere Verbände, andere Branchen, weil dann kommen wir zu unserer Abschlussrunde. Ja, ich kann da auch nur sagen, es sollten auf alle Fälle Gespräche mit anderen Verbänden, Vereinigungen stattfinden, auch Berufsfremden, einfach um da mal Strukturen kennenzulernen zum Thema Eurotoc, Jeune Restaurateur, nebenbei genannt oder nicht nebenbei, auch genannt. Finden bereits Gespräche statt. Eurotoc-Mitglied bin ich selber, kenne also da die Strukturen. Und es würde uns gegenseitig helfen. Es würde allen helfen, der gesamten Branche. Und da sollte der Weg hingehen. Bitte schön, Christian. Ja, ja, danke. Style-Vorlage. Ja, nein, stimmt. Also ich kann mich allen Vorrednern nur anschließen. Der Blick über den Tellerrand, der ist wichtig für uns. Den brauchen wir. Ich glaube aber nicht, dass das nur eine Einbahnstraße ist. Also auch andere Branchen können von uns lernen. Wir sind gut in dem, was wir tun an vielen Stellen. Wir sind Dienstleister, wir sind kundenorientiert, wir machen Leute glücklich, wir kennen Geschmack. Also wir haben viele Sachen, die wir auch nach außen tragen können. Andere Branchen haben uns an anderen Stellen vielleicht was voraus, was auch wieder mit der Struktur der Branche zusammenhängt. Ein Industriegewerbe oder eine Industrie, Branche, sagen wir einfach mal Auto oder Metall, IG Metall ist natürlich ein wahnsinniger Verhandlungspartner aufgrund der Größe der Mitgliedszahl und der Größe dieser Gewerkschaft. Das können wir nicht sein, das wollen wir nicht sein, aber natürlich können wir von anderen Branchen und müssen wir von anderen Branchen lernen. Arbeitsbedingungen, neue Arbeitswelten, das sind Sachen, die haben andere Branchen schon, ich sag mal, vor Jahren oder vor Jahrzehnten gekämpft, diese Kämpfe, die stehen uns in unserer Branche noch bevor. Danke. Wir haben eine kleine Abschlussrunde und da geht es jetzt wirklich darum, knackig, auf den Punkt gegart und kurz zu antworten. Und zwar auf die Frage, oder vervollständigen, so ist es richtig, vervollständigen Sie bitte den Satz, wenn Sie mich wählen, bekommen Sie Torben Grübner. Sie fangen an. Einen jungen, engagierten Kollegen, der mit Herzblut nach bestem Wissen und Gewissen alle ihre Wünsche versucht zu erfüllen und den Verband gemeinschaftlich einem tollen Team nach vorne bringen möchte. Frau Schellenberg, wenn Sie mich wählen, bekommen Sie? Bekommen Sie sicher keinen Egomanen, der nur eine Stelle möchte, sondern einen Knotenpunkt zwischen den Landesverbänden und dem Präsidium. Einen sehr aktiven Knotenpunkt und keine Quotenfrau.
Herr Efflein, wenn Sie mich wählen, bekommen Sie? Idealismus, Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, kontaktfreudig. Ich bin für alles aufgeschlossen. Vielen herzlichen Dank. Benno Sasse. Mikro? Machen Sie noch Ihr Mikro an. Danke. Dann bekommen Sie einen Vizepräsidenten, der für alles offen ist, der für die Branche kämpft und vor allen Dingen, der das Image des Berufsbildes wieder nach vorne bringen will. Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie mich wählen, bekommen Sie die Antwort von Christian Thürnig. Ja, jemanden, der den VKD sehr, sehr gerne und mit viel Kraft und Elan darin unterstützen will, den Blick in die Zukunft zu richten und sich ja Veränderungen in dieser Richtung offen entgegenzustellen und da wirklich zu wachsen und das zu werden, was wir eigentlich immer schon sind. Vielen herzlichen Dank. Ich sage damit ein herzliches Dankeschön unserer Kandidatin und den Kandidaten. Ich danke allen, die sich dazu geschaltet haben und viele Fragen gestellt haben. Wir haben es leider nicht geschafft, alle zu beantworten. Ich denke aber, dass Sie bestimmt, da ja alle Kandidaten gesagt haben, sie sind ansprechbar, sie sind für die Mitglieder da, sie auch noch mal Ich spreche jetzt mal aus dem Off, weil ich glaube, die Stimme von der Frau Klein ist verschwunden. Wir sagen Dankeschön an dieser Stelle, auch im Namen von Petra Klein. Wir wünschen allen Zuschauerinnen und Zuschauern einen angenehmen Tag. Danke an die Kandidatinnen und Kandidaten. Danke sehr und auf bald beim VKD. Dankeschön. Tschüss an alle.